kommt, wo alles nochmal völlig anders gemacht wird, nicht? Gut, dann möchte ich jetzt unsere nächsten Künstler ankündigen. Meine Damen und Herren, die Gruppe Kraftwerk ist eine internationale Kultgruppe. Das haben ganz wenige deutsche Popgruppen geschafft. In den 70er Jahren waren sie die Vorreiter für elektronische Popmusik. Sie werden zum Beispiel von David Bowie ganz klar als Inspiratoren genannt, und auch in Japan und überall waren sie wirklich diejenigen, die weltweit die elektronische Popmusik sozusagen ins Spiel brachten. Und nun haben sie einen alten Titel, der 13 Jahre alt ist, wieder neu bearbeitet, vor allem optisch-visuell. Sie haben den Text dieses Titels wörtlich genommen. Dort heißt es, wir sind die Roboter. Und sie haben einfach Roboter bauen lassen, die ihnen sehr ähnlich sehen, und durch diese sich vertreten lassen. Bei Konzerten ist das immer der letzte Titel. Die Musiker gehen von der Bühne und die Roboter übernehmen. Aus gut unterrichteten Kreisen habe ich gehört, dass die Roboter auch zu Partys gehen, aber nur mit Bodyguards. Meine Damen und Herren, hier ist Kraftwerk mit ihrem Song Die Roboter. Ja.
Das war Kraftwerk und so ein Hauch von Avantgarde und Experimentellem hat es in Menschmeier immer gegeben. Ich danke Kraftwerk, dass Sie gekommen sind. So, Herr Oval.